Kommt man denn wegen dem Essen oder wegen der Show ins Theater? Ja. Beides. Na, wegen beiden. Man ist neugierig auf eine Show, man isst gut, man trifft ja viele Freunde. Wegen der Show. Als Essen ist eh super, aber die Show setzt noch mal eins drauf. Also das ist so eine kombinierte Kiste. Und dem Alfons zuliebe. Ich koche ja gerne, ich kenne ja den Alfons Schubeck. Wir sind ja auch freundschaftlich verbandelt und machen ja seit 17 Jahren eine Kochshow. Wegen Alfons. In erster Linie und alles andere natürlich schließt sich an. Ich bin sehr eng mit Alfons befreundet und es freut mich immer wieder, wenn du eingeladen wirst. Und er macht ja einen super Job, sage ich einmal, übermäßig, weil er ist auch bei meinem Golfturnier, macht immer ein Gangerl und da komme ich hierher, wenn er mich ruft, dann bin ich auch bei ihm. Er ist ein super Typ, ein Funskerl, habe ich gesagt, und ich habe großen Respekt und große Achtung. Und jetzt natürlich auch mehr Zeit und dann kann ich das auch genießen. Man kommt ins Theater, weil wir seit fast 35 Jahren mit Alfons Schubeck wirklich befreundet sind. Wir kennen uns von Anfang an, von seinen Anfängen, von unseren Anfängen, damals in Waging am See. Und wir sind fast jedes Mal da, also wir sind fast schon ein bisschen ein Maskottchen. Das Gesamtpaket ist es. Theater ist Gesamtpaket, dass man in eine andere Welt entführt wird, sowohl kulinarisch als auch was man von den Artisten sieht. Wir kommen echt wegen beidem und weil wir kommen vor allen Dingen schon jedes Jahr und wir freuen uns total, weil da beginnt für uns immer so diese Vorweihnachtssaison sozusagen. Da sind ja viele Veranstaltungen nochmal und das ist immer so der Anfang. Das ist eine Mischung von beiden. Deswegen ist dieses Theater auch so beliebt, weil die Leute da reingehen, sie kriegen ein gutes Essen, sie haben eine tolle Show und das zusammen, der ganze Rahmen, das ist es halt. Also man kann nicht sagen, des Essens wegen komme ich, das ist dieses Zelt, das ist dieses alte Spiegelzelt und das ist eigentlich die Atmosphäre, die man braucht und das sollte man auch zulassen. Also man sollte auch Genuss zulassen, sagen, die 3 Stunden genieße ich jetzt und dann gehe ich raus und bin happy. Dann kann ich wieder den nächsten Tag gut angehen, weil sagen wir mal, die Seele wieder gut angefüttert ist. Sind Sie mehr so der Gourmet oder muss es hauptsächlich satt machen? Nein, also es muss gut sein, das ist doch selbstverständlich. Essen, wir leben ja nicht in der Steinzeit. Ich muss nicht den Bären erlegen und in den Schinken Schenkel beißen. Ich möchte solche Spaghetti mit Trüffel essen, wie ich sie jetzt gerade gegessen habe, die sensationell waren. Also je nach Gefühlslage. Manchmal muss es satt machen und manchmal kann es auch außergewöhnlich sein. Das kommt jetzt drauf an, das ist eine Situationsfrage. Es gibt Momente, da hat man einfach Hunger und dann isst man auch gern einfach nur Bratkartoffeln mit einem Spiegelei. Und wobei das auch ein großer Genuss sein kann. Aber dann gibt es Momente, wo man sagt, oh ja, da freue ich mich jetzt drauf, weil das sind so feine Kleinigkeiten und das ist natürlich hier gegeben. Also wir sind beide Genießer und das hat sich schon lange verändert mit dem Sattmachen. Also wir sind gar nicht mehr die großen Esser. Wir versuchen ja immer so ein bisschen intermittierendes Fasten oder ein Dinner-Canceling, wenn wir zu Hause sind. Also ein bisschen hinausziehen und dann das richtig mit allen Dingen, die verboten sind, genießen. Dann kann man sich das auch leisten. Ich finde es schön, dass man hier bei Events ist ja oft immer so Häppchen. Man isst was und wird nicht satt und hier wird man schon satt und es schmeckt auch noch gut. Aber oft ist es ja so ein Widerspruch, satt und gut schmecken. Es bringt ja nichts, wenn in Schönheit sterben. Weißt du, sitzt am Tisch, toll. Und hinterher hast du Hunger, musst noch zum Mäcki fahren. Ja? Das ist ja blöd. Wäre auch falsch investiert. Ich glaube, bei Schubeck ist schon immer so. Also der hat schon, ist ja super, Deutschlands bekanntester Sternekoch mittlerweile, glaube ich. Der macht schön und man wird satt. Ich bin so ganz gerne Gourmet. Nur dazu beim Alfons da. Ansonsten bin ich ein Hausmannskost. Ich bin ein echter Bayer. Schweinsbraten, Schweinshaxen. Aber es hat er auch, der Alfons.
Es geht um die deutsch-italienische Freundschaft heute in diesem Programm Fantasia. Was verbinden Sie mit Italien? Fußball, das wir immer geschlagen werden von den Italienern. Mit Italien verbinde ich harte, schwere Kämpfe von früher. Aber es waren immer sportlich sehr fair und ich liebe Italien, es ist ein tolles Land. Das Essen und überhaupt die Landschaft auch in Italien ist traumhaft schön. Sehr gute mediterranische Küche. Das ist einmal etwas ganz Wichtiges, einen umwerfenden Charme, tolle Kleidung, Männlein wie Weiblein. Da haben sie uns einiges voraus, weil sie einfach Wert legen, ob er viel Geld hat oder wenig. Der Mann bevorzugt einfach eine gute Kleidung, damit er einfach gut ausschaut. Und das würde ich mir wünschen, bei uns auch so zu sehen. Lieblingsland, schönste Sprache, ja. Auf Goethes Spuren würde ich gerne gehen, wenn ich es physisch schaffen würde, ja. Wunderbar. Urlaub, deutsche Witte, ich liebe Italien. Ich habe mal eine Zeit lang da gelebt und deshalb liebe ich Italien auch und habe es kennen und schätzen gelernt. Und ich glaube eigentlich, dass man zwischen Deutschland und Italien nichts verbinden muss, weil das ist nah beieinander und ich glaube, beide Seiten profitieren gut voneinander und dementsprechend muss man das nicht verbinden, es ist eigentlich zusammen. Wir sind mindestens einmal im Jahr in Italien und auch gleich kurz hinterm Brenner fängt für uns einfach der Urlaub an. Die Leute sind sehr entspannt, wir entspannen dann auch sofort uns Essen, Wasser, Sonne, alles. Also Italien ist einfach, und die deutsch-italienische Freundschaft, nachdem ja München immer gesagt wird, wir sind die nördlichste Stadt Italiens, was ich ganz wunderbar finde. Also ich glaube, dass jeder, der in Bayern ist, speziell in München ist, nur ein Steinwurf von Italien weg ist und wem das nicht gefällt, der hat wirklich keine Ahnung. Ich verbinde mit Italien Europa, weil ich liebe Europa. Ich bin bei Pulse of Europe und ich finde, wir Europäer halten alles super zusammen und deswegen bin ich quasi auch Italiener. Hat sich Zirzensik und Kulinarik perfekt gemischt, auf einem sehr hohen Niveau. Es war witzig, es war unterhaltsam, es gab atemberaubende artistische Nummern. Am Schluss dachte ich, jetzt wenn da irgendwie in dieser Wahnsinn-Rotationsnummer, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann saust ein Mensch plötzlich 20 Meter quer durchs Zelt. Wirklich ein toller Abend, ja. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, war Venedig, aber das hat man auch nicht vermisst. Thank you.